Willkommen zu einer neuen Folge von Räder der Geschichte. Bevor wir euch alles über den heutigen Protagonisten erzählen, laden wir euch ein, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr weitere Videos wie dieses sehen möchtet. Für euch ist es nur eine kleine Geste, aber für uns ist es entscheidend, um mit der Verbreitung von Geschichten über Fahrzeuge, die die Geschichte geprägt haben, fortzufahren. Heute gehen wir in die 70er Jahre und erzählen euch von einer Herausforderung, der Benelli Sechszylinder. Heute gehen wir in die 70er Jahre und erzählen euch von einer Herausforderung, der Benelli Sechszylinder. Mitte der 70er Jahre stand der italienische Motorradsport an einem Scheideweg. Die Wirtschaftskrise und die starke Konkurrenz der japanischen Motorräder hatten selbst die bekanntesten Marken, wie Benelli, in Schwierigkeiten gebracht. In diesem schwierigen Kontext fand der italienische Erfindergeist neue Kraft durch die kühne Vision eines Mannes. Alejandro de Tomaso. Ein italo-argentinischer Industrieller mit der Ambition, zwei der bekanntesten Namen der italienischen Motorenwelt zu retten. Moto Guzzi und Benelli. Seine Herausforderung war titanisch. Ebenso ambitioniert wie riskant, aber am Ende würde sie zur Geburt eines Meisterwerks führen. Der Benelli 750 sei. Dem ersten serienmäßig produzierten Sechszylinder-Motorrad. 1971 schien Benelli am Rande des Abgrunds zu stehen. Doch das Schicksal hatte eine außergewöhnliche Zukunft für das Unternehmen parat. Durch den Beitritt zur De Tomaso-Gruppe erhielt die Firma aus Pesaro neuen Lebensmut. In kürzester Zeit vermischten sich die stagnierenden Gewässer des Niedergangs mit der Unruhe einer ungewissen Zukunft und führten zu einem Motorrad, das Geschichte schreiben sollte. Ein Sechszylindermotor in Reihe. Ein Novum in der Serienproduktion von Motorrädern. Die Benelli 750 sei entstand so als italienische Antwort auf den japanischen Vormarsch, fast wie eine Herausforderung an die wahrgenommene Unbesiegbarkeit der Motorräder aus dem Land der aufgehenden Sonne. Auf dem internationalen Markt dominierten inzwischen die Japaner, die den Motorradsport mit ihren fortschrittlichen technischen Lösungen revolutioniert hatten, von Vierzylindermotoren bis hin zu Innovationen im mechanischen Bereich. Ein Bereich, der inzwischen fast ausschließlich japanisch schien. Und hier brach die 750 sei wie ein Blitz in die Szene ein und bot eine unerwartete technische Lösung. Einen Sechszylindermotor mit Frontvergasern, eine Idee, die für die damalige Zeit ebenso ambitioniert wie innovativ war. Wenn man von der Benelli 750 sei spricht, ist das Herzstück des Motorrads zweifellos ihr Motor. Ein Antrieb, der Wagemut und Präzision vereint, mit sechs in Reihe angeordneten Zylindern. Das Hubraumvolumen beträgt 740,7 cm, erreicht durch einen Bohrungsdurchmesser von 56 mm und einen Hub von 50,6 mm, was das Ende der Ära der Vierzylindermotoren als Standard im Motorradsport markiert. Bei 9000 UPMI liefert der Motor eine Leistung von 76 PS mit einem maximalen Drehmoment, das bei 6850 UMN spürbar wird und sich bei 7 kg/m stabilisiert. Die Einheit wird von 3 Delorto VHB29 Vergasern versorgt, eine Lösung, die sich in den Tests als die effektivste erwies, nachdem in den Prototypen auch separate Vergaser für jeden Zylinder berücksichtigt worden waren. Aber es ist nicht nur die Leistung, die Benelli sei besonders macht. Ihre Architektur, insbesondere die Anordnung des Motors, erforderte völlig neue technische Lösungen. Der Motor ist auf einer einzigen Welle montiert, die von 7 Lagerbuchsen getragen wird, und die Steuerung erfolgt über eine Ketteneinzelwelle. Eine sorgfältige Arbeit, bei der spezielle Materialien wie Leichtmetall für die Zylinderköpfe zum Einsatz kamen, sowie ein ausgeklügeltes Kühlungs- und Schmierungssystem, das darauf ausgelegt war, die maximale Leistung zu gewährleisten. Die 750 sei ist nicht nur ein leistungsstarkes Motorrad, sondern auch ein Designobjekt, das in keiner Weise einer Rennmaschine nachsteht. Ihr massiver Auftritt wird durch entschlossene und funktionale Linien fließend gemacht, wie der geneigte Tank, der sich harmonisch mit den seitlichen Verkleidungen verbindet und so ein Gefühl der visuellen Kontinuität vermittelt. Wenn man das Motorrad von vorne betrachtet, zeigt es seine imposante Präsenz, dominiert von dem Motorgetriebeblock mit einer Länge von 61,5 cm. Doch die wahre Schönheit der Benelli 750 sei offenbart sich von hinten. Die 6 Auspuffrohre, nach oben gerichtet wie Wachen, die bereit sind, in den Wettkampf zu stürzen, verleihen dem Motorrad einen unvergleichlichen Charme, der an die Formen eines Rennmotorrads erinnert.
Doch wie es oft der Fall ist, wenn man nach Exzellenz strebt, lassen die Probleme nicht lange auf sich warten. Trotz der Begeisterung für das Projekt erweist sich die Produktion als komplex. Die Benelli 750 Sei ist nicht rechtzeitig fertig, um die Erwartungen des Publikums zu erfüllen. Das Motorrad debütiert erst 1976, nach einer langen Verzögerung, aber dennoch löst es eine wahre Ovation bei den Fans aus. Die Produktionsschwierigkeiten beschränken sich nicht nur auf die Zeit, sondern betreffen auch die Qualität der Komponenten. Die Motoren werden in den Guzzi-Werken gebaut, aber die Arbeiter in Mandello, stolz auf ihre eigene Marke, empfangen die Idee, Motoren für Benelli zu bauen, nicht mit Begeisterung. Die Ergebnisse sind deutlich. Zuverlässigkeitsprobleme, insbesondere im Verteiler- und Getriebesystem, kennzeichnen den Beginn der Produktion der 750 Sei. Die wirtschaftliche Entscheidung, Materialien wie Bleigleitstahl zu verwenden, erweist sich als fatal für die Haltbarkeit der Komponenten. Trotz der Probleme findet die Benelli 750 Sei jedoch ihr Publikum. Ihre Exklusivität, ihr unverwechselbarer Charme machen sie zu einem Motorrad, das von Sammlern und Liebhabern der Marke geschätzt wird. Obwohl nur 3200 Exemplare produziert wurden, markiert die Sei einen entscheidenden Moment in der Geschichte des Motorradsports. Sie ist das Symbol eines Italiens, das sich trotz der Schwierigkeiten niemals der Konkurrenz geschlagen gegeben hat und versucht hat, mit Innovation, Mut und einem unverwechselbaren Stil zu antworten. Die Benelli 750 Sei ist also nicht nur ein Motorrad, sondern ein Symbol dieser Herausforderung des Unmöglichen, die immer den italienischen Erfindergeist ausgezeichnet hat. Eine Antwort auf die japanische Macht, die den kühnen und unbezähmbaren Geist des italienischen Motorradsports nicht auslöschen konnte. Obwohl die Vorstellung eines Sechszylindermotors sofort die Idee einer Rennbestie hervorruft, zeigt sich die Benelli 750 Sei schnell als ein wahres Wunderwerk für den Tourismus. Die 200 km/h Höchstgeschwindigkeit, die von ihren Schöpfern ohne Umschweife angegeben wird, sind lediglich eine Zahl. Die wahre Magie dieses Motorrads, so Alejandro de Tomaso, zeigt sich bei niedrigen Drehzahlen, wo der Motor mit einer überraschenden Sanftheit läuft, eine allmähliche Beschleunigung bietet und eine schnelle Reaktion hat. Ideal für lange Strecken. Schon beim ersten Kontakt offenbart die Benelli 750 Sei ihren touristischen Charakter. Die Konstruktion des Rahmens mit doppeltem geschlossenen Rahmen, so robust wie ein Felsen, passt perfekt zu einer aufrechten Fahrposition, die den Fahrer wie in einem bequemen Reisekombinat fühlen lässt. Die Fußrasten, strategisch positioniert, zwingen den Fahrer nicht in verkrampfte Positionen, während der breite und gut gestaltete Lenker den richtigen Kompromiss zwischen Kontrolle und Komfort bietet. Der Sattel, nur 7,5 mm vom Boden entfernt, ermöglicht es jedem, auch dem Unerfahrensten, beim Anhalten mit den Füßen den Boden zu berühren, was ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, das sich in jeder Ecke des Motorrads widerspiegelt. Die Federungseinheit, die der Marzocchi anvertraut wurde, verleiht der Benelli 750 Sei eine Stabilität, die nichts dem Zufall überlässt, während das gemischte Bremssystem mit doppelten Brembo-Scheiben vorne, 300 mm, und einer zentralen Grimeca-Trommelbremse hinten, 210 mm, eine perfekte Handhabung der Leistung zeigt. Eine Vorkehrung, die selbst unter den stärksten Belastungen immer wieder das handwerkliche Meisterstück widerspiegelt, das typisch für italienische Kreationen ist. Die Borani-Speichenräder mit Leichtmetallfelgen vervollständigen das Gesamtbild und rahmen ein Motorrad ein, das in seinem DNA den Langstreckentourismus trägt. Doch hinter dem Glanz der Technik verbargen sich auch Schatten. Die lange Wartezeit zwischen der Präsentation des Prototyps im Jahr 1972 und der Markteinführung der endgültigen Version im Jahr 1975 war nicht so sehr eine Zeit der technischen Verfeinerung, sondern vielmehr ein Versuch von De Tomaso, die Marke Benelli zu beleben und das Sortiment zu erweitern. So wurde, während sich die Sei darauf vorbereitete, den Markt zu erobern, das Angebot von Benelli und Moto Guzzi mit zugänglicheren, aber auch traditionelleren Modellen ergänzt. Als die 750 Sei schließlich auf die Straßen kam, lief nicht alles nach Plan. Die angekündigten 76 PS wurden auf 65 PS reduziert und die Höchstgeschwindigkeit überschritt nicht die 118 km/h. Dennoch verlor die Sei nicht ihren Charme. Vielmehr zeigte sie ihre wahre Natur als Gran Turismo,
geschaffen für lange Distanzen und nicht für den Wettkampf auf der Rennstrecke. Das Motorrad erwies sich als einfach zu fahren. Eine agile Reisebegleiterin für jene, die es nicht eilig hatten und die Eleganz einer ruhigen, kraftvollen Beschleunigung zu schätzen wussten. Dennoch gab es einige kleine Mängel. Ein höherer Verbrauch als erwartet und eine gewisse Schwierigkeit bei stärkeren Schräglagen, wo der untere Auspuff auf der Straße streifte, sowie beim Mitnehmen eines Beifahrers, da die Fußrasten zu nah beieinander standen. Letztlich konnte die Benelli 750 Sei den Markt nicht erobern, wie erhofft, fand aber in den folgenden Jahren ihre Erlösung, als Sammler sie als Rarität entdeckten. Trotz des kommerziellen Misserfolgs bleibt die Sei ein Symbol der italienischen Herausforderung. Ein nie ganz erfüllter Traum, der aber immer noch im Herzen jener lebt, die die Einzigartigkeit des Projekts zu schätzen wissen. Die 70er Jahre hatten den Triumph der Benelli Sei gesehen, aber die Geschichte, wie immer, ist ein Fluss, der nie aufhört zu fließen, und ihr Lauf kann unerwartete Überraschungen bereithalten. 1978, mit dem Erscheinen der Honda CBX1000, musste sich Benelli, trotz ihres Sechszylindermotors, einem erbitterten, leistungsstärkeren und moderneren Rivalen stellen. Um zu reagieren, brachte das Unternehmen 1979 die 900 Sei auf den Markt, ein leistungsstärkeres und überarbeitetes Modell, vielleicht zu spät. Doch das Publikum, müde von den langen Wartezeiten und enttäuscht von einem Design, das nicht mehr so fesselnd war wie früher, reagierte nicht mit der erhofften Begeisterung. Die neue Benelli 900 Sei, die die Wiedergeburt der Marke signalisieren sollte, konnte die Motorradindustrie nicht erschüttern. Trotz ihrer verbesserten technischen Spezifikationen nahm das Publikum sie mit Kühle auf. Das Design, das nicht mehr den Zeitgeist traf, war eine ihrer Hauptschwächen. Eine weitere Evolution eines Projekts, das, obwohl kühn, nun unter den Schlägen einer unerbittlichen Konkurrenz zu schwanken begann. Die Produktion der 900 Sei setzte sich bis 1986 fort, aber die Zahlen waren bereits ernüchternd. Nur 1808 Exemplare wurden gebaut. Das Ende eines Traums, der mit dem Versprechen begann, den Markt der Sechszylindermotorräder zu dominieren, sich jedoch in eine lange, langsame kommerzielle Agonie verwandelte. Benelli konnte mit den japanischen Giganten nicht Schritt halten. Und rückblickend repräsentiert die 900 Sei das Ende einer Saga, die im Mut und der Kühnheit ihre treibende Kraft hatte, aber von einer industriellen Realität behindert wurde, die nie in der Lage war, ihre globalen Ambitionen zu stützen. Doch in diesem Motorrad bleibt die Erinnerung an ein Italien, das, trotz vieler Schwierigkeiten, gewagt hatte, groß zu denken. Ein verrücktes, ja, aber auch außergewöhnliches Projekt. Ein Symbol des Mutes, das eine Generation träumen ließ, die nie den Klang, die Kraft und die Seele eines Motorrads vergaß. Das, trotz seiner Begrenzungen, nie aufhörte, ein Ideal der Perfektion zu verfolgen. Und im langsamen Vergessen der Produktion lebte die Benelli Sei weiter im Gedächtnis der Enthusiasten. Eine Legende, die nie ganz erlosch. Wir machen hier Halt, aber der Weg der Legenden geht weiter. Wir erinnern euch daran, dass Benelli Motorersatzteile auf der Website thekingofpisten.com zu finden sind. Und die Räder drehen sich weiter, während die Geschichten bleiben. Jedes Motorrad erzählt einen Weg und enthüllt eine Ära. Bis zum nächsten Halt. Immer auf zwei Rädern und mit einem Stück Geschichte zu erzählen.